Ja, schönen guten Tag. Ich möchte Sie heute wieder willkommen heißen zu einer weiteren Ausgabe unseres Glossars. Also einen Begriff, den ich ein bisschen mal vorstelle und diskutiere, und zwar den Begriff der Rastlosigkeit, the Restlessness. Na, das wird doch oft unter dem Begriff abweichendes motorisches Verhalten diskutiert. Gemeint wird damit so ein unfokussiertes, zielloses Herumgehen, das die Menschen nur für kurze Zeit unterdrücken können, das oft von der Umgebung als sozial unangemessen betrachtet wird und meistens für die Person auch mit Stress verbunden ist. Also sie haben eine Unruhe, sie müssen sich bewegen, sie müssen was machen, aber das führt zu nicht so richtig was. Und das ist schwer, das zu erklären. Also rein neurobiologisch vermutet man natürlich, dass dort bestimmte Hirnstrukturen geschädigt sind und daran beteiligt sind, aber man weiß eigentlich nicht genau welche. Also ganz eindeutig ist das nicht identifiziert. Also ob das die Basalganglien sind oder ob das andere Elemente sind, die hier also entscheidend sind, ist nicht klar. Beim Verhalten, so bei der Verhaltensanalyse ist das auch schwierig, weil man kann nicht sagen, wodurch dieses Verhalten sozusagen belohnt wird. Also viele Verhaltensweisen, zum Beispiel beständig auf die Toilette gehen wollen oder jemanden rufen, da kann man ja sagen, naja, das wird dadurch belohnt, dass dann immer einer kommt. Ja? Aber diese Unruhe wird eigentlich durch nichts wirklich belohnt. Dann gibt es noch so ein Schwellenmodell, ne? So, wo man denkt, ja, also bestimmte Reize, Geräusche, Enge, Dunkelheit könnte das auslösen. Aber das würde eher zur Ängstlichkeit passen, also dass die Leute ängstlich sind. Also die Menschen, die aber in diesem Sinn rastlos sind, sind nicht unbedingt ängstlich. Naja, und dann haben wir so die übliche Erklärung, dass es sozusagen, wenn einem nichts mehr einfällt, dann kommt man immer an mit den unerfüllten Bedürfnissen. Ja, was könnte es denn sein? Nicht? Und da muss man aber sagen, es gibt keine spezifischen unerfüllten Bedürfnisse, die dann in der Regel mit dieser Art von Rastlosigkeit einhergehen. Am ehesten denkt man da an Schmerzen, ja, so, oder an Langeweile. Das ist vielleicht am ehesten plausibel, aber nicht alle Leute, die rastlos sind, sind deswegen gelangweilt oder haben Schmerzen. Also das heißt, im Modell kann man im Moment Rastlosigkeit nicht wirklich befriedigend erklären. Aber man muss es abgrenzen. Also abgrenzen vom zielgerichteten Wandern, wenn die Leute also ganz gezielt zum Beispiel nach Hause wollen oder ins Geschäft wollen oder zur Arbeit möchten. Man muss es abgrenzen von dem, was man so Agitiertheit nennt. Ja, Agitiertheit, das geht oft eher auch so mit vermehrtem Stress, aber auch mit Verletzung sozialer Normen einher. Das ist bei Rastlosigkeit eigentlich nicht so der Fall. Man muss es abgrenzen von Ängstlichkeit. Ja, also Ängstlichkeit geht zwar oft auch mit dieser Rastlosigkeit einher, aber nicht notwendigerweise. Es ist also ein eigenes Phänomen, das man abgrenzen muss von Wandern, Agitiertheit und Ängstlichkeit. Ja, die Autoren, die sich damit jetzt befasst haben, die haben dann abschließend versucht, Rastlosigkeit als eigenes Phänomen zu definieren. Und zwar eine motorische Aktivität mit eingeschränkter Kontrolle. Also ich mache etwas, ohne dass ich diese Aktivität kontrollieren kann. Also da ist ein gewisses dissoziatives Element dabei. Es geschieht mir sozusagen mehr, als dass ich es tue. Und das von anderen als übertrieben, als exzessiv, als unangemessen beurteilt wird. Dann das zweite Element, es ist sozusagen unproduktiv und desorganisiert. Das heißt, es führt zu nichts. Es folgt also keinem erkennbaren Zweck. Also es kommt nicht irgendwann mal zu Ende, sondern es ist sozusagen fortlaufend. Und das dritte ist, es geht ein gewisser Stress damit einher. Ja, also das kann Ängstlichkeit sein, das kann Aufgeregtheit sein, das kann so eine Getriebenheit sein, ja, dass man damit nicht aufhören kann. Also man merkt deutlich, der Person geht es dabei nicht gut. Und abzugrenzen ist es, wie gesagt, vom Wandern. Es ist kein Fluchtverhalten. Ja, es liegen keine anderen schweren psychiatrischen oder psychischen Störungen vor, die das erklären können. Und es ist keine neurologisch bedingte Erklärung, wie zum Beispiel Parkinson. Also es gibt nicht irgendwie einen bestimmten Neurotransmitter, der da jetzt fehlt und den man eindeutig mit diesem Phänomen der Rastlosigkeit in Verbindung bringen kann. Ja, und kein Delir. Ja, auch das liegt nicht vor.
Ja, soweit mal heute ein Konzept Rastlosigkeit, das übrigens mit verschiedenen Erkrankungen einhergehen kann. Also das ist nicht nur etwas bei der Demenz, auch bei der Depression kann man Rastlosigkeit beurteilen. Also eher ein gerontopsychiatrisch-geriatrisches Querschnittsthema, das sich durch unterschiedliche Krankheitsbilder hindurchzieht. Okay, soweit für heute Glossar, die Rastlosigkeit. Dankeschön.